Erster Aufenthalt in Drammen. Ja. Demnächst rechts ab. Was für ein Drama. Ja. Ein Drama, viele Drammen, ne? Biege nach rechts ab. Kann man zufällig gerade zum Grillen zirpen? Ja, meine Firma ist sogar ausgeschildert, wie nett. Kreisverkehr. Erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wir sind heile angekommen. Hier nicht zu weit rechts fahren? Kann ich jetzt gar nicht verstehen. Und noch rechts überholen. Ja, sicher. So, ich hoffe, ich kriege jetzt einen Auftrag. Das wäre schon. Ja, Gerd muss jetzt links rein, ich muss geradeaus. Doch nicht dein Ernst, ich habe überhaupt nichts. Doch kacke ist hier alles. Ernsthaft, ich muss zurücksetzen. Nee, ich habe keinen Auftrag. Alter. Wer steht dahinter? Ich, stopp! Ja, ich muss weiter ausholen, ich muss weiter zurück. Ja, ich wollte ja zurücksetzen, aber. Ach, weißt du was, ich nehme jetzt einfach irgendeinen Auftrag. So schnell. Moment mal, so schnell kann ich auch nicht reagieren. Noch weiter, Gerd? Ich muss weiter ausholen können. Also noch weiter, okay. Ja. Moment, Alter, das klingt wie ein Feuermelder, ey. Moment. Stopp! Du musst hier hinten ein bisschen aufpassen, deswegen. Ja. Ja, Gerd, bleib so stehen kurz, dann fahre ich an dir vorbei, dann hast du mehr Platz. Ja, was für ein Blödsinn. So, ihr könnt, also jetzt ist Platz. Ich könnte einen externen Auftrag annehmen, na toll. Also ich könnte einen externen Auftrag nehmen, dann müssten wir aber ein kleines Stück zurückfahren. Ist das ein Problem? Weiß ich nicht. Für mich jetzt nicht unbedingt. Ach, Gerd, ich setze zurück. Ich nehme den jetzt einfach mal und dann gucken wir einfach mal, wie weit ich zurückfahren muss. Dann können wir mal noch schauen. Aber der wäre halt noch passend, weil ich möchte jetzt eigentlich ungern hier die ganze Zeit ohne Fracht rumfahren. Neu berechnen. Wie bist du denn drauf? Warum lädt der jetzt neu? Fertig zum What's your Problem, Alter? 90 Kilometer müsste ich nochmal. Oder soll ich die ohne euch fahren schnell? Ups, la, ha, 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 ja, ja. Keine Ahnung. Wo musst du denn hin? Ja, nach Oslo zu Ikea. Also wir müssten halt nochmal 90 Kilometer zurück. Ja, 90 Kilometer ist ja jetzt nichts Großes, oder? Also fahrt ihr mit? Oder wie verstehe ich das? Ich guck gerade, ob ich von hier was hab. Wo musst du denn hin, Oslo? Ikea. Das ist direkt in dem Stadtteil über uns quasi. Also direkt der nächste. Ich guck mal gerade. So, ja, wo wende ich denn jetzt hier am Unterschied? Ja, ich muss ja auch noch gucken wegen Fracht. Okay, von hier habe ich auch nichts. Externe Aufträge. Komm ich da rein im Auflieger? Neu berechnen. Oh, wird aber eng. Vorwärts da rein. Nach Bergen willst du, ne? Ja, nach Bergen fahren wir. Dann musst du aber deinen Hänger stehen lassen, ne? Wenn du einen externen Auftrag annimmst. Nee, es gibt auch einen externen Frachtmarkt. Ich hab die da angenommen. Dann kannst du deinen Hänger eine neue Route benutzen. Boah, das ist aber hier Millimeterarbeit, wenn du hier reinfahren willst, vorwärts. Und dann von Oslo wohin? Also nach Bergen selber habe ich nichts. Wohin denn dann? Nach Kristiansand. Was? Wäre halt nochmal, warte mal, da müssten wir. Bist du nach unten? Okay, ich hatte gerade Kleidung. Von Oslo aus. Ui. Ja, weiß ich nicht, müsst ihr wissen. Aber das wird dann halt ein großer Umweg, ne? Weil dann müssen wir Kristiansand über Stavanger nach Bergen hoch. Werden wir aber heute nicht groß schaffen. Wir haben schon 10er 8. Ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Oslo und dann nach Bergen.
Ja, oder von hier aus nach Bergen, mir egal. Ja, oder von hier aus nach Bergen. Ja, aber hat dann überhaupt noch jemand Fracht? Ich bin leer. Benny hat Fracht. Benny hat noch Fracht. Ja, aber der lädt. Nee. Und? Ach ja, Benny musste nach Bergen, ne? Ja. Benny muss nach Bergen. Passt das hinten nicht? Nee. Okay, ja, ich hab's gerade auch gemerkt. Weil es auch eventuell ziemlich unschlau wäre, eigentlich hier rein, rückwärts reinzufahren. Ne, ich habe kein Problem damit, leer zu fahren. Was ist das denn hier? Wurde hier beim Hof eingespart oder was? Ja. Nee, bei Mario meine ich. Ja, so ein bisschen. So. Wohin musst du denn nach Bergen, Benny? Moment. Boah, hoppala. Ja. Nicht nach Bergen rein, auf jeden Fall, kann ich dir sagen. Vorher oder hinterher? Das ist aus unserer Richtung vorher. Also oben das Ockertanz oder so ähnlich. Nee, Dreckertanz. Ja. Da die Ecke. Also, ja. Alles klar. Dreckertanz. So, habe ich mir mal markiert. Was habe ich denn jetzt für eine rote Stift unten? Ah, egal. Zu lange gestanden oder. Was willst du denn hier auf meinem Hof? Wenden? Eventuell? Was soll ich denn sonst machen? Irgendwo muss ich ja wenden. Was willst du hier auf meinem Hof? Hä? Ja, hast du gerade gesagt. So als wenn das deiner. Als wenn das deiner wäre. Boah, ist das eng hier. Ja. Ist ein bisschen wackelt. Ich hab gehört, ist das gut in der Zugmaschine, ne? Das ja, das muss so. Das ist ein gutes Zeichen immer, ne? Ja, das muss so. Ach, okay. Gerd, wo wolltest du denn hin? Ich wollte hier die Laternenmast mitnehmen. Aber hab ich will ein bisschen Ladung. Oh, I think so, I think so, I coming dann nicht mehr raus, ne? Ich stelle gerade fest, in der Zeit hätte ich nach Oslo fahren und meinen Auflieger holen können. Oder meine Fracht eher. Ich bin noch mal kurz AFK. Oh Gott. Mein Kind geht nämlich jetzt ins Bett. Kann ich schnell gut nachts. Frage ist, ob ich da jetzt einfach so rumkomme. La 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 la. Ja, okay, das passt gut. Oh, gerade die Straßenlaterne angegangen bei mir. Achso, Tschüss, Benny. Ja, was hupst du denn, mein Gott? Ist doch Platz hier. Bist du dir sicher, dass du da jetzt gut stehst? Ich komme hier auf jeden Fall raus. Ah ja, hast du Glück gehabt. Okay, das sah so aus, als fällst du. So, ja, okay. Ich weiß, wo ich hänge. Was macht ihr? Nee, ach, nicht wir, also. Benny. Benny, kann das sein, dass du da hängst? Nö. Also bei mir bewege ich mich noch. Nö. LKW dreht voll hoch, fast nichts passiert. Benny da? Ja, aber ja, sagen Benny, wir mal so, Benny dein steht links Rad vorne hat keinen Bodenkontakt mehr. Ja, das bin ich aber alleine auch nicht schuld. Also der hätte auch ein bisschen warten können, meiner Meinung. Wie seht ihr das denn? Ich sehe das gar nicht.
Wie, ich guck zu Bennys LKW? Du, oder was meinst du jetzt? Was? Rechts noch ein Baum, da kommst du nicht weiter, Benny. Achso, oh, den habe ich gerade. Jetzt hebt er vorne links wieder ab. Ja, also ich bin ja eigentlich kein Pessimist unbedingt, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Also Gerd steht ja hinter mir, aber ja, ich sehe da nichts von Benny hinter uns. Nee, tja, ich bin, jetzt bin ich auch nicht im Führerhaus. Ich bin... Ach, du bist nochmal... Wie kommt man nochmal raus? Mit der Null oben über den Tasten. Und wie bewege ich mich? Mit dem Zifferntastenblock. Oh mein Gott, ey. Wie gehe ich denn nochmal hoch? Mit der 9 ist hoch. Mit der 8 ist vorwärts. Mit der 5 ist rückwärts. 4 ist links. 6 ist rechts. Hätte aber auch ein bisschen warten können, ey. Was war nochmal vorwärts? Wie willst du das? War jetzt die 8. Gott, das war jetzt vielleicht von mir auch nicht die schlauste Variante, aber. Wo ist der Benny denn? Im Graben. Der ist doch auf dem Hof, auf dem ich war, oder nicht? Nein, der ist nein, vor der uns. Ist schon Richtung Kreisverkehr. Kreisverkehr. Und der hängt da auch ganz gut. Ach da! Deswegen, ich habe eben hinter mich geguckt und denk mir, wo ist er denn? Ich glaube nicht, dass du da wieder rauskommst. Nee. Ja, ansonsten hast du das Differential wir... drin? Ja, habe ich schon. This video ansonsten, is sponsored by Goodyear. Ansonsten kann sich Benny ja zur Werkstatt zurücksetzen, dann kann ich in der Zeit noch meine Fracht oben holen. Das dürfte zeitlich ungefähr passen. Kannst du den abkuppeln? Ja, warte mal. Ja, aber dann... Ja, kann ich. Ja, und dann so rumschieben. Fährst du hinten gegen das Heck von der Seite, dass der vorne auf die Straße rumkommt? Die Frage ist, ob das funktioniert. Ja, du nimmst ja den Baum als Drehpunkt. Nee, von der Seite, so, von der ja, Straßenseite. Nee, ja, jetzt habe ich gerade auch gemerkt, wie du meinst. Theoretisch müsste er hier eigentlich schon. Ja, nicht so zaghaft, du musst da schon ein bisschen mit Schwung ranfahren. Ja, genau, fahr mal ganz weit zurück. Stopp! Ja, alles gut. Ja, guck mal, jetzt könntest du, glaube ich. Jetzt kuppelst du den im rechten Winkel von der Straßenseite an. Ich glaube, der Gerd hat das im Singleplayer schon mal so gemacht. Muss nur den Königszapfen richtig erwischen. Ja. Das ist zu weit hinten. Oh. Ich weiß. Ich hätte meine Fracht schon dreimal holen können, wenn ich das gewusst hätte. Oh Gott. So. Nach rechts lenken. Ich hab voll Einschlag. Ja. Ja, ja, ja! Kreisverkehr, zweite Ausfahrt. Gerd, wie komme ich jetzt zurück in den LKW, ohne dass es knallt? Eins. In die Eins? Ja, aber muss ich nicht auf irgendeiner Bodenhöhe sein oder so? Hast du das mir mal erzählt? Ernsthaft? Einfach Eins drücken. Was denn? Ah. Ja. Sehe nur ich, wo du da rumfährst, oder? Was denn? Ich weiß, bei mir bin ich ganz normal. Ganz normal, denke ich jetzt wieder im Graben. Nee, jetzt mal ernsthaft, also. Was? Wo genau stehst du bei dir? Ich stehe dem voll im Weg, dem Typen stehe ich gerade fest. Im Kreisverkehr bei mir. Ja. Bei mir stehst du voll rechts im Graben drin. Ja, ein bisschen steht da bei mir im Graben. Stimmt, ich kann an ihm vorbeifahren. Bei mir nicht. Und jetzt kippelt deine Auflieger auch so ein ganz kleines bisschen. Ja. Bei mir nicht. Hä? Fahr mal normal weiter im Kreisverkehr. Nicht gerade. Bei mir hängt der. Nee, bei mir stehst du voll im Graben.
Ja. Wo genau stehst du jetzt? Weil bei mir hängst du an diesem Marina-Schild. Lass mal hinter mir den Jumper vorbei. Ja, also ich stehe halt noch im Kreisverkehr, ne?